für die Einladung. Und ja, ich freue mich immer wieder, wenn ich also in die Kreisverbände gehen darf und dann auch so ein bisschen aus dem Bundestag plaudern darf oder eben auch zu dem fachspezifischen Thema sprechen darf, also was mich ja gerade im Bundestag umtreibt. Ich bin energiepolitischer Sprecher der Fraktion. Selber von Hause aus komme ich aus der Wirtschaft. Bin von Hause aus Unternehmensberater. Und allerdings hatte ich auch mal gelernt, den Elektromonteur. Bin also nicht ganz unbeleckt gewesen in Sachen Energie und habe dann aus dem Ausschuss Wirtschaft und Energie heraus, dann, wo ich Mitglied bin, dann das Thema Energie bekommen und arbeite mich da jetzt so langsam ein. Seit anderthalb Jahren sind wir im Bundestag und die Spezialisierung ging dann los so vor einem Jahr und dann beschäftige ich mich also jetzt, sagen wir mal, hauptberuflich mit dem totalen Irrsinn dieser Energiewende und mit allem, was dazu gehört. Denn am Anfang habe ich gedacht, das ist ein bisschen schwierig alles, sich da einzuarbeiten, aber so viel Irrsinn, wie in dieser Energiewende steckt, das ist eigentlich relativ leicht, Argumente zu finden, warum das alles Humbug ist. Und heute spreche ich zu Ihnen in Sachen Windenergieanlagen und das ist natürlich exemplarisch auch für den gesamten unökonomischen Unsinn, der da gemacht wird. Wir haben in Deutschland eine Leistung, eine installierte Leistung von ca. 207 Gigawatt. Das heißt, das ist dann genau die Leistung, die zur Verfügung stünde, unabhängig dem Zeitverlauf. Wir haben aber einen Spitzenbedarf etwa 85 Gigawatt. 85 Gigawatt installiert 207. Warum ist das so? Wir hatten vorher eine installierte Leistung von vielleicht, also sagen wir mal vor 10 Jahren, vielleicht eine installierte Leistung von 90, 95. Heute 207. Warum ist das so? Na klar, weil die erneuerbaren Energien dazu gebaut worden sind. Aber Sie sehen daran schon, wenn ich jetzt den Energieverbrauch dem entgegenstelle, dann habe ich nämlich eine Korrelation, dass wir zum Beispiel Kohleverschwendung mit 38% haben, aber die Erneuerbaren, Windenergie, nur 20%. Wir erinnern uns aber, wir hatten eine installierte Leistung von 110-115% innerhalb dieser 207, dieser Windenergie und Solaranlagen. Das heißt, ich muss hier eine höhere Leistung installieren, um den gleichen Energiebedarf decken zu können. Das ist aber erst der Anfang und ich gehe gleich auch nochmal in die einzelnen Punkte rein. Erneuerbare Energien, Windenergie, was ist das eigentlich? Sie kennen das, Windenergie muss nicht immer der Wind wehen und dann habe ich im Prinzip keine Energie von einem von einer Windenergieanlage. Es geht um gesicherte Leistung. Unser Stromnetz verlangt die gesicherte Leistung, die jederzeit abrufbar ist. Das ist bei Kohlekraftwerken, bei Gaskraftwerken, bei Kernkraftwerken. Sind das gesetzte Normen, die kommen ganz nah ran an der gesamten Leistung, die installiert ist. Aber bei Windenergieanlagen sind sie gerade mal 1%. Also ich kann mich nur zu 1% auf die Leistung, auf die installierte Leistung von Windanlagen verlassen. Ist natürlich logisch, wenn kein Wind weht, dann bleiben die Dinger still. Das ist natürlich völlig anders bei Kohlekraftwerken. Und daran sieht man schon, wir müssten also, um den gleichen Leistungsabruf zu haben, nochmal das 90-fache der Leistung von Kohlekraftwerken zubauen. Und deswegen ging diese Diskrepanz. Und Windenergie ist unstabil. Von Photovoltaik muss ich nicht reden. Wenn Wolken da sind oder nachts die Sonne nicht scheint, dann haben wir da natürlich keine Energie. Was ist aber allerdings das Problematische an Windenergie? An Energie aus Windrädern. Das Problematische ist, dass sie nicht zur Netzstabilität beitragen. Wir hatten vor 10, 15 Jahren die Forderung an jeden, der Energie produziert, nicht nur diese Energie zu produzieren, sondern er musste auch sich vertraglich verpflichten, dass er das Netz stabil hält. Das heißt im Zweifel, wenn es Netzschwankungen gibt, dann wieder neue Energie ins Netz zu speichern. Das heißt, die Kraftwerke hochzufahren. Das ist jetzt nicht mehr so, weil die erneuerbaren Energien, Windenergie, das nicht mehr leisten können. Das ist
ist ja jetzt völlig vom Kopf oder vom Kopf, von den Füßen auf den Kopf gestellt. Früher, ganz klares Prinzip, es wird Energie gebraucht, also wird sie produziert. Und die Produktion wird diesen Verbrauch angepasst. Und jetzt ist es umgekehrt. Wir haben die Produktion von erneuerbaren Energien und gucken dann, wohin wir sie leiten. Und das macht schon mal den ganzen Irrsinn aus. Das ist Planwirtschaft übrigens, mit allen Konsequenzen, die dazugehören. Das heißt, wir drücken mit dem EEG, das hat ja gesetzlich bestimmt, dass diese erneuerbaren Energien aus Wind und Solar zuvörderst in die Netze eingespeist werden und die konventionellen Kraftwerke dagegen runtergefahren werden müssen. Man will damit die Energiewende vorantreiben. Ja, das Problem jetzt dabei ist natürlich, dass wir genau eine Prognose fahren müssen. Und jetzt, wenn es Prognosefehler gibt, und man zum Beispiel sagt, also das Prinzip ist so, die konventionellen Kraftwerke, denen wird also gesagt, heute, passt auf, morgen müsst ihr nur so und so viel Gigawatt an Leistung bereitstellen, weil es wird der und der Wind wehen, deswegen werden wir prognostisch die und die Energie aus Windanlagen haben. Wenn man sich da irrt, und das geht ganz leicht, dann haben wir eine Lücke. Diese Lücke kann schon mal dazu führen, dass wir hier haarscharf am Blackout vorbeischauen. So gewesen am 10. Januar. Da ist die Frequenz abgesagt, weil die Prognose nicht gestimmt hat. Da wehte dann der Wind nicht und man konnte diesen Strom dann nicht produzieren. Die Kraftwerke können jetzt auch nicht, die konventionellen Kraftwerke können auch nicht von heute gleich in den nächsten Stunden hochfahren, sondern das dauert dann auch ein bisschen. Aber aufgrund dieses Prognosefehlers ist die Frequenz abgesunken und wir standen kurz vorm Blackout. Das hat dann nur hingehauen, weil in Frankreich dann Last abgeworfen wird. Dieser Lastabwurf ist eine gute Umschreibung für Stromabstellen. Da wurden also Unternehmen der Strom abgestellt. Das passiert jetzt immer häufiger. Und das zeigt schon, dass wir keine gesicherte Stromversorgung mehr haben. 1,5 Gigawatt. Da wird also so ein großes Unternehmen, das vielleicht Aluminium produziert, oder aus der Betonbranche, was auch sehr stromintensiv ist, gesagt, pass auf, du kriegst in den nächsten zwei Stunden jetzt keinen Strom mehr. Das geht von jetzt, innerhalb von 15 Minuten, sagen die denen, ihr könnt jetzt nicht mehr produzieren. Das ist völlig klar, dass das eine ungenügende Situation gerade für den Standort Deutschland ist. Aber damit leben die schon etwas länger, die Unternehmen. Wir haben da natürlich Einbußen, die kaum kompensiert werden. Also denen wird dann gesagt, hier, ihr müsst jetzt kurz mal verzichten, dann wird ein bisschen korrigiert und nach zwei Stunden können sie dann wieder produzieren. Und diese Korrekturen, die nennt man dann Netzeingriffe. Und mit diesen erneuerbaren Energien sind diese Netzeingriffe exorbitant hochgestellt. Das heißt, man muss jetzt manuell schauen, wie ich den Strom reguliere, welche Windenergieanlage ich abschalte, welche Kraftwerke ich hochschalte und wohin der Strom am besten fließt. Nur noch zum Vergleich. 2005 oder so, da hatten wir pro Jahr etwa 13 Netzeingriffe dieser Art. Heute haben wir 8000 pro Jahr. Das nur mal so zum Vergleich, wie viel Ressourcen da reinfließen. Bei mir in der Region Berlin-Brandenburg, da arbeiten im Übertragungsnetzbetreiber allein 60 Leute, die sich darum kümmern. War früher nicht der Fall. Das heißt, wir haben es hier bei den erneuerbaren Energien und dem Strom aus selbigen, vor allem den Windenergien, mit instabilem Strom zu tun. Und eine andere Sache ist, wenn das Netz mal zusammenbricht, dann muss das Netz ja wieder anfahren. Und das kann ich nur mit ausgewählten konventionellen Kraftwerken, also Kohle, Gas, das kann ich nicht mit Windenergieanlagen. Das heißt, wir haben jetzt etwa so zwischen 35% und 40% erneuerbare Energien in den Netzen. Und ja, die ideologischen Politiker unserer Parteien, die wollen diesen Anteil auf 65% hochfahren. Das heißt, diese ungenügende Situation, die wir jetzt schon haben, die wird sich dann potenzieren. Und wir prognostizieren, dass es eigentlich nicht mehr eine Frage der Zeit oder eigentlich nicht eine Frage ist, ob wir ein Blackout bekommen, sondern nur eine Frage der Zeit. Australien zum Beispiel hat ja seine Stromversorgung auf erneuerbare Energien umgestellt. Das war der australische Staat Südaustralien. Denn die Quittung hat er dann bekommen. Da ist also der Strom über Tage hinweg weggeblieben. Und die haben nämlich über 50% erneuerbare Energien eingespeist. Und das droht uns auch. Die haben jetzt die Notbremse gezogen und sagen, sie wollen also wieder mehr in Kohle gehen.
Wir machen jetzt genau das Gegenteil und sagen, wir wollen aus der Kohle raus. Sie wissen, vor ein paar Tagen gab es also die Empfehlung der Kohlekommission. Und ja, das ist einfach nur Selbstmord für unseren Standort. Das ist im Übrigen auch Selbstmord für unsere soziale Stromversorgung. Denn mit diesen Windenergieanlagen, mit diesen Solarenergieanlagen, da haben wir eine Verteilung von unten nach oben. Der Strompreis wird immer teurer. Wir liegen ja jetzt schon bei 30 Cent ungefähr und damit zum Beispiel dreimal so hoch wie Bulgarien oder doppelt so hoch wie Frankreich. Dreimal so hoch übrigens auch wie die USA. Und das Ganze offenbart also diese unsoziale Komponente auch, zumal das ja jeder zu tragen hat, diesen gleichen Preis. Und Verteilung von unten nach oben. Wer macht solche Windenergieanlagen? Das sind natürlich größere Unternehmen, die sich dort entsprechend einkaufen und die diese Windanlagen dann hinstellen und entsprechend dann ihre Gewinne bekommen. Über die EEG-Umlage, jeder Bürger zahlt, denn die sind da auch schon eingepreist. Weil ich vorhin gesagt habe, die Netzentgelte. Wir haben und die Netzeingriffe. Wir haben alleine für diese Netzeingriffe, die wir früher nicht hatten, 1,4 Milliarden im Jahr 2017 ausgegeben. Das wird sich steigern. Und das ist was irre. Das ist völlig erschreckend. Und wenn ich von Schmuckbaustellen spreche, dann wird man bei der Bundesnetzagentur überall lesen können, wir liegen im richtig guten Bereich. Das sind im Jahr 14 Minuten. Das ist in der Tat so. Da sind wir also durchaus führend. Aber was nicht gesagt wird, ist, dass diese Stromausfälle erst in die Statistik eingehen, wenn sie über 3 Minuten sind. Das Problematische, was schon seit Jahren ist, das sind die Ausfälle im Millisekundenbereich. Und ein Beispiel, Daimler-Benz in Berlin, die hatten also diese Ausfälle auch schon im Millisekundenbereich und die haben ja hochspezialisierte Anlagen, Computer gestützt. Und wenn da mal kurz eine Millisekunde was nicht hinhaut, dann hat das Auswirkungen und die haben 3 Tage gebraucht, um die Produktion wieder anfahren zu können. Und die Offiziellen sagen alle, nee, ist doch alles gut, im Durchschnitt passt ja alles, wir haben Strom geliefert. Gibt es noch andere Unternehmen, die haben auch sich mal die Haare drauf, warum ihr automatisiertes Lager nicht funktioniert. Da ist dann also dieser automatisierte Gabelstapler nicht bis ganz nach oben gefahren, sondern unterwegs stehen geblieben. Warum? Weil es ein großer Stromausfall gab. Das sagt dann auch keiner, der Offiziellen, oder gibt das zu, aber das vermehrt sich. Und es gibt schon jetzt die ersten Brandbriefe, da gibt es also jemanden, einen Unternehmer, der gerade im Aluminiumbereich sich beschwert hat, zu Recht, 78 Mal wurde dem der Strom abgegeben, weil man das eben nicht mehr anders koordinieren kann. Und das sind so die ersten Dinge. Am 14. Dezember zum Beispiel war auch mal wieder so ein Tag, wo wir also auch wirklich wieder spitz auf Knopf die Stromversorgung hatten und diesen Blackout nur verhindern konnten, indem man eben Unternehmen den Saft abgegeben hat. Das ist eigentlich ein kompletter Irrsinn, der hier läuft, den die Leute aber so nicht ganz mitbekommen, weil er eben nicht kommuniziert wird. Aber die Unternehmen sagen das vor vorgehaltener Hand die Probleme bestehen und die verstärken sich. Je mehr wir diese erneuerbaren Energien ausbauen, desto mehr verstärken sich die Probleme. Und wenn ich mir die Windenergie anschaue, dann ist völlig klar, der Energiefaktor ist geringer als bei konventionellen Kraftwerken. Energiefaktor, was bedeutet das? Also die ist der Faktor, im Verhältnis zu der Energie, die ich einstecke und zu der Energie, die ich raushole. Ganz normale Nutzenrechnung, Kosten-Nutzen-Rechnung. Und die ist bei Windenergie eben deutlich geringer, etwa so um 15 und im Vergleich Gas- und Kohlekraftwerke so ab 30, Kernkraftwerke so ab 70 bis 100. Die gleiche Statistik können Sie auf Wikipedia nachlesen. Und da wird einfach ganz frech behauptet, naja, der Energiefaktor, der Erntefaktor ist jetzt aber auch 30 bei Windenergieanlagen. Was dabei immer vergessen wird, ist, dass unsere Kraftwerke, unsere konventionellen Kraftwerke mittlerweile ineffizient laufen. Die müssen ja ständig hoch und runter fahren aufgrund des Windstroms. Das heißt, wenn Wind kommt, kann er nicht runterfahren, wenn er wieder ausbleibt, müssen wieder hochfahren. Das alles macht die Kraftwerke ineffizient. Das heißt, verteuert das Ganze. Das sind so die Opportunitätskosten, die in den meisten Rechnungen eben der links-grünen Ideologen fehlen. Aber es ist immer ganz wichtig, darauf hinzuweisen. Wie gesagt, gesicherte Leistung bei Wind 1-2%. Und das ist natürlich völlig hanebüchen.
Und die Leistung, die wirklich geliefert wird, die Energie, das sind etwa 15-20% der Nennleistung. Und das ist unterirdisch zum Vergleich. Ein Kohlekraftwerk kann 40-45% abrufen. Und was aber das Hauptproblem ist, diese Energie lässt sich nicht speichern. Bei konventionellen Kraftwerken ist das überhaupt kein Problem. Da produziere ich den Strom und der wird ja in der gleichen Sekunde auch abgenommen. Und das ist ja eben nicht so bei Windenergieanlagen. Deswegen brauche ich da einen Speicher, den wir nicht haben. Wir haben keine Speichermöglichkeit im großen industriellen Maßstab. Nun behaupten die linksgrünen Ideologen, wir könnten jetzt Speicher bauen. Nein, können wir eben nicht. Wenn wir nur einen Tag lang Deutschland mit Strom versorgen wollten, dann müssten wir so viele Autobatterien einmal um die Welt legen. Dann hätten wir so eine lange Kette, dann wir hintereinander legen, dass diese Batterien einmal um die Welt legen. Das heißt, können wir gar nicht leisten. Ist auch viel zu teuer. Wenn wir gut rechnen, müssen wir auf den produzierten Strom vielleicht nochmal so 10-20 Cent drauflegen, um die Speicherung abzudecken. Wobei er in der Herstellung, zum Beispiel bei Kernkraftwerken oder Kohlekraftwerken, 3 Cent kostet. Kostet uns also 3 Cent. Windenergie ist dann was gut gerechnet, schön gerechnet, irgendwas zwischen 7 Cent und 10 Cent. Nur hier muss ich dann nochmal die Speicherung bezahlen. Das heißt, diese 10-20% kommen drauf. Und dann kommen nochmal alle anderen Kosten drauf, nämlich EEG-Umlage etc. etc. Und so kommt dann die Prognose auch eines Experten bei uns, so gesagt, im Deutschen Bundestag in der Anhörung, dort, also wo Experten dann mal vor uns Politikern sprechen, zu dem Schluss, dass wenn wir die Energiewende bis zum Ende durchziehen und das ernst meinen, 40-50 Cent pro Kilowattstunde zahlen würden. Allerdings glaube ich nicht, dass da schon die Abschaltung der Kohle wirklich mit drin ist und eingepreist ist. Also meine Prognose liegt dann eher so jenseits der 50 Cent. Das will keiner wahrhaben. Und so lügen dann die Linksgrünen auch und sagen plötzlich, in einem Antrag war das wirklich so, dass Windenergie mittlerweile die billigste Energieform sei. Also da schlackern einem die Ohren. Und mir ist aber auch völlig klar, woher diese Denkweise kommt. Ich hatte im Ausschuss dann auch mal die Regierungsvertreter gefragt, ja, wie hoch sind denn die Kosten der Energiewende? Ich habe dann natürlich auch zugegeben, ja, wenn Sie die jetzt nicht parat haben, dann sagen Sie mir einfach einen Termin, wann Sie die denn mal durchgerechnet haben, und dann sagen Sie mir einfach mal. Ja, das habe ich zweimal im Ausschuss gemacht, zweimal habe ich keine Antwort bekommen. Es gab dann allerdings nochmal die Wiederholung von Altmaier, der sagte 1 Million Euro. Allerdings hat er diese Zahl schon vor 4 Jahren benannt. Das heißt, er hat sie nur wiederholt. Aber die Sachen sind, das ist ja alles noch schlimmer geworden. Und Kostenenergiewende. Ich frage also in die Runde dort Kostenenergiewende und dann antwortet so ein Linker dann irgendwann, als er dran ist, naja, wenn wir also die Energiewende nicht machen würden, dann würde es noch viel teurer sein, noch viel mehr kosten. Aha, dachte ich dann bei mir. Das sind echte Experten, also, ne? Wenn ich Geld in die Hand nehme, Steuergeld, und ich mache ein Projekt, dann muss ich nachweisen, wie teuer ist dieses Projekt, was nutzt es. Und genau das passiert nicht bei der Energiewende. Da wurde einfach ins Blaue geschossen. Und jetzt sieht man, dass man damit eigentlich nicht mehr gut zurande kommt. Und deswegen hat man dieses erneuerbare Energiegesetz, diese ganze Ausschreibung der Windenergieanlagen ein bisschen modifiziert. Man hat gesagt, man beteiligt da mal so ein bisschen die Bürger, also Bürger dürfen sich jetzt also auch an der Stromversorgung beteiligen. Ich meine, das ist Sozialismus, also warum muss sich der Bürger um die Energie kümmern? Dafür gibt es Unternehmen, Marktwirtschaft, die stellen aber die Energie bereit. Nein, aber um so ein bisschen Kosmetik zu betreiben und diese ganze Kritik aus dem Segel zu nehmen, dass also hier nur große Unternehmen Windenergie betreiben. Nein, dann gibt es ja also Bürger. Gesellschaften, die also etwas machen können, aber die sind mittlerweile sind nicht am Start und das ist alles Augenwischerei. Und wir steuern hier also durchaus auf noch höhere Kosten zu. Diese 1 Million, das war ja bevor es diesen Kohleausstieg gab. Der Kohleausstieg, den wurde schon mal beziffert auf 1 Milliarde.
100 Milliarden Euro kosten. Ich denke, die liegen weit höher, 120, 140 Milliarden. Die muss ich also noch draufpacken. Und dann gibt es aber auch Professoren, die sagen, das ganze Spiel könnte uns bis zu 7 Milliarden Euro kosten. Das ist völlig hanebüchen. Und diese eine Kugel Eis, die gerade vor Monat im Raum stand von unserem Herrn Trittin 2001, als er das EEG auf den Weg gebracht hat, die sind ja völlig illusorisch und schon völlig überholt. So, wenn ich vorhin sagte, Speicherkosten, ein Tag, wo wir vielleicht mal eine Dunkelflaute haben, dann könnte man den vielleicht noch stemmen. Aber es gab zum Beispiel 20.01. bis 25.01.2017 eine ganze Woche, wo also die erneuerbaren Energien kaum eingeschweißt haben. Wo es also immer bewölkt war und kaum Wind geweht ist. Und das heißt, wir mussten also 2 Wochen überbrücken. Und wenn wir mal unsere Speicherkapazität haben, die wir jetzt haben, dann müssten wir, um solche Zahlen zu überbrücken, das 500-fache aufwenden. Das ist völlig illusorisch, dass wir das leisten können. Wir haben immer noch nur die Möglichkeit, über Lithium-Ionen-Akkumulatoren den Strom zu speichern. Und Lithium ist endlich. Kobalt brauche ich auch dafür, wird im Kongo unter unmenschlichen Bedingungen abgebaut. Auch mit Umweltschäden. Können wir gar nicht leisten, wenn wir das wollen. Und das ist eben das Traurige, dass das keiner so sagt. Und daran sieht man eben auch wieder diese ideologiegesteuerte Energiewende. Und ja, zu den Engpässen, soweit hatte ich schon mal was gesagt. Und dann das andere anachronistische ist, auch wieder ein Zeichen der Planwirtschaft, dass wir zu viel Strom haben und wir ihn dann ins Ausland abgeben müssen. Dann sagt das Ausland, naja, unsere Netze werden jetzt auch belastet, damit haben wir nicht geplant. Also gebt uns jetzt mal bitte Geld, dass wir euren Strom abnehmen. So passiert, 1. Januar 2018. Also da musste der Stromkunde 23 Milliarden Euro hinlegen. Und allein für die Stromabnahme im Ausland, 23 Millionen Euro, allein für die Abnahme im Ausland diese 5 Millionen. Und ein Anachronismus. Also wir produzieren Strom, um dann auch noch zu bezahlen, wenn er also im Ausland dann entsprechend abgenommen wird. Und ich meine, es gibt schon einige Unternehmen in Österreich, die haben sich darauf spezialisiert, diesen preiswerten Strom dann zu bekommen. Ja, die Energiedichte. Die Energiedichte, wenn man mal vergleicht, Windenergie in Batterien gespeichert und dagegen aber Öl, Gas, Kohle, dann ist das kein Vergleich. Also wir haben da, wenn ich mal hier so ein bisschen schaue, bestimmt so das 50 bis 100-fache an mehr Energiedichte pro Kilogramm bei den konventionellen Energieformen, also bei den fossilen Brennstoffen gegenüber eben dieser Windenergie gespeichert in den Lithium-Ionen-Batterien. Und das macht auch den ganzen Irrsinn deutlich. Macht im Übrigen auch deutlich, dass Elektromobilität, so wie Sie sich das vorstellen, gar nicht funktioniert. Viel zu teuer, viel zu aufwendig, wird sich auch nicht machen lassen. Ja, und dann kommen die Ideologen daher und auch die Regierung und sagt, ja, wir können eine andere Speicherform nehmen. Wir können ja sagen, wir speichern Wind, in Gas oder neuerdings in Stahl. Also Power to X, ne? Also Power to Gas, Power to Liquid, zusammengefasst Power to X. Und neuerdings habe ich einmal schon zweimal im Ausschuss, also Wirtschaft, unser Bundeswirtschaftsminister, den erwähnt, schon zweimal gehört, Power to Steel. Keine Ahnung, wenn wir da unten gleich ein kleines Stahlwerk irgendwie bauen, dass man irgendwie Stahl produziert, also völliger Schwachsinn. Also Power to X hat einen ganz unterirdischen Wirkungsgrad. Also wir liegen da glaube ich so auch wieder bei 10-15%. Nur mal wieder zum Vergleich, Kohlekraftwerk 40-45% Nutzungsgrad. Das ist das, was ich nutzen kann. Aber ist ja auch logisch, das hat ja was mit Physik zu tun. Wenn ich also Energie umwandle, dann geht zwar keine Energie verloren, aber der nutzbare Anteil, der geht schon verloren. Der nutzbare Anteil für uns, der geht verloren. Und das ist eigentlich völlig klar, das wissen viele. Ich selber habe noch eine Vorlesung im Thermodynamik gehört und da sagte der Prof, also das Allerschlimmste wäre, wenn Sie mit einem Elektroherd kochen.
Weil da ist eine Umwandlung drin, eine Energieumwandlung, und das ist energetisch völliger Unsinn. Das war noch von vor 20, 30 Jahren Standard, und das hat keiner angezweifelt. Jetzt werden diese physikalischen Grundlagen einfach negiert. Jetzt geht man einfach so lustig, munter drüber hinweg. Naja, wir haben ja so viel Windenergie, wir wissen gar nicht, wohin damit. Ne? So wird, glaube ich, da argumentiert. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil die ganzen Anlagen müssen ja produziert werden. Wir haben ja ganz die Infrastruktur, um dieses Power-to-X, Power-to-Gas zu machen. Und das ist, sagt auch keiner, dass wir da vor großen Herausforderungen stehen würden. Und dann kommt noch hinzu, selbst Agora, das ist so ein halbstaatlicher Verein, der sich der Energiewende verschwimmert, der sagt auch, dieses Power-to-X, da kann ich nicht eben mal kurz ein bisschen Energie reingeben, sondern das muss ein kontinuierlicher Prozess sein. Also selbst dieses Power-to-X funktioniert nicht mit den erneuerbaren Energien, die nicht kontinuierlich und nicht stabil sind. Und ja, vielleicht nur noch mal so zum Vergleich, hatte ich vorhin gesagt, Kernenergie 2 bis 3 Cent in der Herstellung, Kohle ein bisschen teurer, 3 Cent, Gaskraft, Gas ist auch schon bei 7 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist aber die Strategie der Bundesregierung. Wir wollen Gaskraftwerke jetzt bauen. Also sie sagen, wir wollen also, um also so viel wie möglich Wind zuzubauen, aber dann trotzdem noch hier eine Versorgung zu haben, die weniger CO2 ausstößt, bauen wir also statt der Kohle die Gaskraftwerke. Aber schon Gas ist doppelt so teuer wie Kohle. Und der CO2-Abdruck ist gar nicht nur halb so groß wie bei der Kohle, weil ich da nämlich immer den Transport regelmäßig verbessere. Der Transport verschwindet schon, sagen wir mal, einen CO2-Ausstoß, wenn ich das mit dieser noch sagen darf. Und wenn irgendwo ein Leck in der Leitung ist, muss ja gar nicht mal bei uns sein, oder kann ja in Russland sein oder sonst wo, dann bin ich auch ganz schnell wieder bei dem gleichen CO2-Ausstoß wie bei den Kohlekraftwerken. Und ja, zur Windenergie hatte ich schon gesprochen. Wir verschrotten unsere Kohlekraftwerke, aber weltweit sind mehr als 1400 Kohlekraftwerke geplant oder im Bau. Das heißt also, wir machen hier irgendwas, was der Rest in der Welt nicht macht, weil er eben ein bisschen nachdenkt und weil er eine gesicherte Energieversorgung haben möchte. Die Offiziellen geben ja schon zu, dass wir die Sicherheit aufgeben. Sie sagen dann aber, naja, wie stopfen wir dieses Loch? Eben mit Zubau von Gaskraftwerken. Also die sind teuer, die sind exorbitant teuer. Ich glaube, es liegt auch noch überhaupt kein Plan vor, welche man bauen möchte und wie. Und Stromimporte. Also wir kastrieren unsere Energieversorgung selber. Wir sind noch immer ein Stromexporteur. Aber wir wissen, wir haben demnächst weniger und ja, das machen wir über Importe. Aber dazu muss man wissen, wir kriegen ja den Strom aus Frankreich, aus Polen. In Frankreich fährt er seine Energieversorgung auch gegen die Wand, weil die auch in Sachen erneuerbare Energie machen. Allerdings nicht so schnell. Vernünftig ist Polen, die lassen sich da weniger drauf ein. Aber was passiert? Wir haben dann mehr erneuerbare Energien in Europa, aber wenn der Wind nicht weht, dann weht er meist in ganz Europa nicht, weil das immer ein Trugschluss ist. Da wurde mal irgendwie gesagt, Wind weht immer irgendwo. Nee, stimmt nicht. Statistisch gesehen, wenn also in Frankreich kein Wind weht, weht er bei uns auch nicht. Also wir können unseren Bedarf gar nicht decken. Und die Netzbetreiber haben dann eben auch schon gesagt, wir haben ab 2022, wenn dann also die Kernkraftwerke runtergefahren werden, ein Loch von 5,5 Gigawatt. Nochmal zum Vergleich, also in Spitzenzeiten brauchen wir so 85, 87 Gigawatt. So, da haben wir ein schönes Loch von 5,5 Gigawatt. Wenn dann der Kohleausstieg so geschlossen wird, wie er jetzt angedacht ist, dann haben wir in 2, 3 Jahren später schon ein Loch von 20 Gigawatt. So, und das können wir eben nicht stopfen mit erneuerbaren Energien. Die Ideologen kommen jetzt um die Ecke und sagen, naja, dieses Loch stopfen wir mit erneuerbaren Energien. Weil wir da gesehen haben, in der Dunkelflaute-Situation, haben wir diese Energie dann nicht. 1% gesicherte Energie durch Windkraft. Und in dem Folge ist das also eine völlige Verblödung, wenn die uns so um die Ecke kommen und meinen, dann ja, mit 65% erneuerbare Energien jetzt unseren Energiebedarf decken zu wollen. Also völlig illusorisch. Und da sitzen dann also die Grünen und Linken
Und ich werfe denen im Plenum dann eigentlich regelmäßig vor, dass sie von Technik keine Ahnung haben, von Physik, physikalischen Grundlagen. Und bringe dann auch immer den beispielhaften Satz, da stellt sich also die Vorsitzende der Grünen dahin im Interview und sagt, boah, wir können überall Energie speichern, wir können auch Energie und Strom in den Netzen speichern. aber das setzt sich, das setzt sich leider so durch. Links-Grün, das ist so aus dem Bauch heraus, ne? Was gefällt mir, was ist denn schön, das fühlt sich so gut an und genau das machen wir und da bauen wir also unseren Staat drauf auf. Ne? Das ist ja das eigentlich Gefährliche, dass hier Staatsfragen Dinge und Grundlagen einfach völlig beiseite geschoben werden und das ist leider in der Grünen auch so der Fall und wir konfrontieren ja SPD, CDU ja ständig damit. Ne? Aber man sieht, CDU macht da voll mit. Wobei man auch sagen muss, letztens im Ausschuss, also gab es dann zwei Redner der CDU, der eine hat relativ pro Energiewende gesprochen, der andere relativ kontra. Das heißt, die wissen eigentlich auch schon zum Teil, was hier läuft. Die kommen nur aus diesem Hamsterrad nicht mehr raus, weil sie unbedingt die SPD noch bei sich haben. Die SPD hängt nun an den Grünen dran und so sind die in einer völligen Kette dran, die sich so schnell nicht auflassen, nicht auflösen wird. Und das ist das eigentlich Fatale. Also viele wissen es auch, aber machen daraus keine politische Forderung, die vernünftig sind. Und wir können Gott sei Dank das so sagen, in allen Bereichen. Und wir weisen auch immer wieder auf die Wunde und stecken da auch immer wieder den Finger rein. Nur ich wiederhole mich dann irgendwie immer im Bundestag und überlege schon, was kann man eigentlich für neue Aspekte bringen. Aber eigentlich sind es die alten, die immer noch gültig sind. Aber gut, wir arbeiten dran und werden da auch nicht locker lassen. Und nochmal zurückzukommen zu den Windenergieanlagen. Mittlerweile sagen ja auch immer mehr Ärzte, dass es wirklich Probleme mit dem Infraschall gibt. Also wenn das so noch vor ein paar Jahren völlig vom Tisch gewischt worden ist, hat man mittlerweile auch Studien und Untersuchungen, dass dieser Infraschall Gehirnströme beeinflusst, mindestens beeinflusst. Und dieser Infraschall ist ja dieses langwellige, also diese untere Herzfrequenz. Dagegen kann man sich auch nicht schützen, der geht auch so durch Mauern durch. Und ist noch in 1 oder 2 Kilometern entsprechend, 20, oder in 20 sogar, dann noch nachzuweisen, dass es die Gehirnströme beeinflusst. Das heißt, hier fehlen eigentlich Studien. Und an diesem Punkt sage ich auch, Moment, wir müssen jetzt hier eigentlich völlig abbrechen. In jedem anderen Bereich machen es die Links-Grünen. Die setzen unsere Grenzwerte. Da musst du nachher mal sagen, die waren so niedrig, haben sie überhaupt nicht überprüft, aber wollen auf der sicheren Seite sein, damit auch ja nichts passiert, auch wenn es falsch ist. Hier bei den Windenergieanlagen, die sind sogar noch privilegiert und gelten nicht als Industrieanlagen. Denn wenn das so wäre, dann müssten sie auch ständig überprüft werden. Dann hätte man die TA Lärm, die man überprüfen müsste, dann müsste man die Betriebssicherheit überprüfen und vor allen Dingen könnte man die nicht mehr in den Wald stellen, so wie in Brandenburg. Also völliger Irrsinn. Da wird also ein Hektar Wald abgeholzt mit dem Motto begründet, wir wollen ja CO2 einsparen. Aber dafür wird den Wald abgeholzt. Also völliger Irrsinn. Wenn man jetzt diesen ganzen Aspekt der Landschaftsverschandelung völlig außer Acht lassen. Allein das ist für mich ein Grund, dass ich diese Dinger nie haben würde. Aber das ist im Prinzip diese Privilegierung, die also diese Windanlagen die Pilze aus dem Boden schießen lässt. Und wir werden natürlich demnächst den Antrag stellen, dass wir dieses erneuerbare Energiengesetz abschaffen und vor allem die Vorrangeinspeisung, die damit verbunden ist. Wenn wir keine Vorrangeinspeisung mehr haben, dann werden sich also die Verbraucher und die Netzbetreiber auch entsprechend orientieren, wer bringt mir den Strom, der am besten zu handhaben ist. Und dann kommt natürlich an den Verbraucher, der auch ein Wörtchen zu sagen hat, natürlich der preiswerte Strom. Und dann fliegt die Windenergie ganz automatisch aus dem Netz. Und deswegen ist uns aber völlig klar, dass also, die Politik dort dieses Erneuerbare-Energiengesetz sich nicht streichen lässt. Wir machen diesen Antrag trotzdem, gehen aber auch parallele Wege. Und wenn Sie sich erinnern, ich glaube, im letzten Jahr hat der TÜV das erste Mal gesagt, Windenergieanlagen sind tickende Zeitbomben. Wenn die einmal brennen, dann brennen die. Ich kann die nicht löschen.
Und da ist, glaube ich, gerade heute war ein Artikel, glaube ich, ne, im Bayerischen Kurier oder so, und da ist so ein Ding abgebrannt und ja, das passiert immer wieder. Und die Gefahren, die damit verbunden sind, die werden nicht so geprüft wie bei Industrieanlagen. Und das ist ja das Eigentliche. Aber wir zum Beispiel werden auch parallel einen Antrag stellen, dass der TÜV diese Dinger prüfen muss. Das heißt, wir wollen also uns so langsam ranhangeln und so langsam argumentativ also gegen diese Dinger vorgehen und haben da eben neben dem ganz normalen frontalen Angriff auf das EEG, was wir für sinnlos halten und auch schädlich, dann natürlich auch diese anderen Wege, die überschreiten werden. Und dann werden wir mal sehen, wie dort reagiert wird. Und ja, das ist erstmal so unser Vorgehen. Und der Infraschall ist das eine, der Lärm natürlich der andere. Die Dinger sind teilweise auch lauter als vergleichbare andere Anlagen und belästigen damit auch die Bürger, die dort in der Nähe wohnen. Und ja, ansonsten ein kleines Problem ist dann, sind dann noch die Flugsicherheiten und die Blinkanlagen, die dort drauf sind. Das ist ja auch irgendwo eine Luftverschmutzung mit Licht. Und da hat man dann gesagt, gab es vor kurzem auch so einen Gesetzentwurf, naja gut, die müssen nicht immer blinken, man kann sie ja dann entsprechend erst automatisch einschalten, wenn sich ein Flugzeug nähert. Und das ist aber auch wieder mit Kosten verbunden. Da gibt es auch wieder zwei Varianten. Entweder ist der Auslöser in der Windenergieanlage, dass der automatisch erkennt, wenn sich ein Flugzeug annähert. Das ist aber wieder teurer, als wenn jedes Flugzeug so eine Transponderlösung mit sich führen muss, aber das sind alles wieder mit bürokratischen und Kostenaufwendungen verbunden und da kommt eben eins zum anderen. Dass Windenergieanlagen auch die Vögel schreddern, das ist eigentlich auch völlig klar. Das sind vor allem Fledermäuse, Greifvögel auch, Störche und ich stehe in Verbindung mit Vertretern der Vernunftkraft oben in Brandenburg auch und die erzählen mir dann doch schon mal, dass sie also dann nachts Autos sehen, die also diese toten Vögel da wegräumen, damit man die am Tage nicht sieht. Und daran erkennt man auch schon so ein bisschen die kriminelle Energie dieser Betreiber, die sich dann natürlich auch fortsetzt, wenn die also Adlerhorste abschlagen, was auch schon passiert sein soll. Da gab es eine ganz erfolgreiche Bürgerinitiative bei uns in Südbrandenburg. Die haben zusammen mit dem NABU haben da mal eine Zusammenarbeit gemacht und haben es geschafft, dort einen Windpark, ich glaube mit 6 Windenergieanlagen geplanten, zu verhindern. Der Grund war eben, dass dort also seltene Vögel auch waren. Das muss nicht immer schlecht sein, wenn man zu viel und übertriebenen Umweltschutz hat, sondern in diesem Falle hat sich das mal auch gegen die Leute gewendet, die also dort entsprechend agieren wollen. Und da war es dann wirklich so, dass die dort nachts auch mal schon eine Wache gemacht haben, damit sie also diesen Horst überwachen. Zeigt also auch, welche kriminelle Energie dort die entsprechenden Betreiber unterwegs sind. Und ja, da geht es natürlich schon um was. Und ja, dann gibt es natürlich weitere Einschränkungen. Es gibt eine Studie in den USA, dass sich die Erde erwärmt. Also wenn man so 50 Windräder aufgestellt hat, dass es dort eine erhöhte Temperatur gibt. Das heißt also neue gegenteilige Effekte, die man eigentlich erzielen wollte, dann sich zeitig. Das sind aber so die ersten Studien. Das betrifft sich auch im Komma-Bereich von einem Grad. Aber immerhin, das zeigt auch, dass das völlig unausgereift ist, diese ganze Technologie. Und dass man da keine Grundlagen hat, keine wissenschaftlichen Grundlagen. Und das Schlimmste allerdings, dass diese wissenschaftlichen Grundlagen auch gar nicht gelegt werden wollen von denjenigen, die das unbedingt durchdrücken. Also wir haben jetzt 30.000 Windräder. In Brandenburg sind es ein Zehntel davon, obwohl nun Brandenburg nicht an der Küste liegt. Und ja, das ist also eine Sache, die ich also mit Kopfschütteln quittiere. Und an der Küste gibt es einige. Und nun wird immer gesagt, ja, wir müssen den Strom dahin bringen, wo er gebraucht wird. Also von Nord nach Süd. Süden
ist also die Herz der Industrie, also hier. Und ihr sollt also euren Strom vom Norden beziehen, nämlich von diesen Windenergieanlagen. Ja, jetzt ist aber nur das Problem, so lange Leitung, die habe ich gar nicht geprüft. Also so einen langen Stromtransport, der war ja vorher gar nicht nötig. Also ich hatte vorher ja einen Kraftwerk und drumherum 100, 200 Kilometer hatte ich die ganzen Verbraucher. Und damit ist klar, über solche kurzen Leitungen gibt es dann weniger Verluste. Gibt es da auch immer noch, aber die sind handhabbar. So, und wenn ich jetzt eine längere Leitung gehe, dann steigen die Verluste. Und dann wird es irgendwann nicht mehr ökonomisch sinnvoll. Und worauf kommen die nun? Auf welche Ideen? Das Gesetz ist vor zwei Wochen im Bundestag besprochen worden. Wir kommen jetzt also auf die Idee, von Wechselstrom wegzugehen auf Gleichstrom, weil man den dann in Höchstspannungsform wohl besser transportieren kann. So, jetzt gibt es also diese gigantischen Programme. 8000 Kilometer Leitungen sollen gelegt werden. Und jetzt überlegen sie mal in die Erde, mal oben über eine Trasse. Aber das Verfahren ist nicht ausgereift. Das sind alles Pilotanlagen. Das steht auch so in den Berichten der Regierung. Pilotanlagen. Und dann habe ich auch im Ausschuss gefragt, naja, Pilotanlagen ist ja schon gut, aber warum kann man hier keine ausgereifte Technik nehmen? Und dann war eben so die Antwort, naja, warum soll man es nicht machen? Man wird ja dann im Betrieb sehen, wo man nachsteuern kann. Aber das macht auch kein anderes Land so richtig. Das kommt nur unsere linken Ideologen, linksgrünen Ideologen drauf, dass das ja vielleicht die Technik wäre, die wir mal machen können. Aber ich prognostiziere, das wird sich nicht rechnen. Das wird, denke ich mal, auch so wie geplant sich nicht umsetzen lassen, weil es ja dann doch immer noch Hürden gibt bei den Bürgern vor Ort, die ja dann doch schon mal das ein oder andere Projekt auch zu Fall bringen können. Aber wichtig dabei ist, die Bürger müssen einfach auch wollen und müssen sich da einarbeiten in diese ganze Problematik und müssen dagegen dann eben auch zu Felde ziehen. Ich denke, im Ausblick, also wir werden noch weiter Probleme bekommen, die werden sich potenzieren. Wir werden öfter mal am Rande des Blackouts dahin schreddern und mit dem Kohleausstieg wird sich die Energie noch verteuern, exorbitant. Und wenn wir da nicht gegensteuern, dann stehen wir bald hier ohne so richtige Energieversorgung da. Das ist leider erstmal so der Ausblick, der sich mir erschließt. Und das ist auch so ein Mosaikstein dessen, dass volkswirtschaftliches Vermögen geschreddert wird und hier wissentlich auch zerstört wird. Neben also dieser Migrantenkrise ist das also, glaube ich, der zweite große Baustein, wo wir volkswirtschaftliches Vermögen richtig gehen wegschmeißen. Aus ideologischen Gründen. Ich durfte in Indonesien also diesen Energie- und wirtschaftspolitischen Sprecher der SPD lauschen. Ich durfte Herrn Altmaier lauschen. Und die fragten dann allen Ernstes nach erneuerbaren Energien in Indonesien. Auch völlig, also völlig ideologiegesteuert. Indonesien hat ganz andere Probleme und die haben Kohle ohne Ende. Also werden sie die Kohle natürlich verfeuern. Solche Anachronismen werden wir weiter ins Land tragen. Bühne ist unser deutscher Bundestag und wir werden weiter daran arbeiten und unsere vernünftigen EU-Argumente dann rüberbringen. Und an diesem Punkt danke ich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.